Krisenduell im Liquimoli-Stadion. Der heimische VfB Eichstätt ist nach 3 sieglosen Partien auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Punktgleich nur einen Rang davor liegt Türkgücü München in Rot, das seine durchaus im Kader vorhandenen Pairs bisher nicht auf den grünen Rasen bringt, auch weil die Spielgenehmigung für Star-Neuzugang Kajubi immer noch nicht vorliegt. Die Landeshauptstadt hat dann auch umgehend um Spielkontrolle bemüht, der VfB hielt aber gut dagegen. Die erste zeigenswerte Szene resultierte somit aus einem Fernschuss von Benedikt Auburger, Felix Junghahn lässt sich aber nicht überraschen. Wesentlich brenzliger wurde es auf der anderen Seite bei einem Freistoß. Johann Hipper irrt durch den Strafraum und so kommt Emanuel Gstettner zu einer Riesenchance. Auburger kratzt das Ding aber noch von der Linie. Das gab den Eichstättern Auftrieb und die nächste Standardsituation schlug ein. Philipp Federl köpft eine Ecke nach 20 Minuten zum 1:0 über die Linie, nachdem sich Hausherrntrainer Markus Mattes zuletzt über die vielen entscheidenden Standard-Gegentore beklagt hatte, ging es diesmal zunächst andersrum. Türkgücü aber nicht wirklich geschockt, sie erhöhten weiteren Druck, wenn auch die nächste Gelegenheit durch einen Konter entstand. Mario Czernicki wird da stark freigespielt, legt die Kugel aber knapp am langen Eck vorbei. Nach genau einer halben Stunde war es aber dann soweit. Die Gäste behaupten den Ball, Flanke von Maxi Bärwein wird ungenügend geklärt von Gstettner und dann reagiert Ünal Toşun blitzschnell und markiert den 1:1-Ausgleich. Das rief nun aber wieder den VfB auf den Plan. Schöner Steckpass von Sebastian Grassl auf Tobias Stoßberger. Der bringt den Ball aber nicht an Hipper vorbei. Muntere Spielchen hier in Eichstätt. Bis zur Pause passierte aber nichts mehr. Halbzeitstand somit 1:1. Durchgang 2 begann dann aber mit einem Knalleffekt. Die Eichstätter Abwehr kann einen Freistoß in der 49. Minute nicht entscheidend klären. Sascha Hingerl zieht ab und Stoßberger fälscht unglücklich ins eigene Tor ab. Zur Gästeführung. Partie also gedreht. Die Gastgeber allerdings um eine sofortige Antwort bemüht. Stoßberger verfehlt das Gehäuse aus Spitzenwinkel, aber doch einigermaßen deutlich. Kurz vor Stundenfrist roch es dann aber schon nach Vorentscheidung. Der zuletzt schmerzlich vermisste Bärwein, der hier nach rund einem Monat sein Comeback gab, mit einer Körpertäuschung am Gegenspieler vorbei. Dann irritiert offenbar ein eigener Mann noch Torwart Junghahn, der den Einschlag nicht mehr verhindern kann. Türkgücü schien hier auf die Siegerstraße einzubiegen. Aber Vorsicht, Eichstätt noch nicht geschlagen. Julian Kügel donnert das Spielgerät nach 67 Minuten aus Spitzenwinkel, aber nur an den Pfosten. 4 Zeigeumdrehungen später verschätzt sich Hipper und hat Dusel, dass der Kopfball von Federl knapp drüber geht. In der 75. Minute führt dann aber ausgerechnet der sonst so zuverlässige Keeper Junghahn seinen Vornamen Felix, also der Glückliche, ad absurdum. Beim harmlosen Schuss von Lino Schabani greift er völlig daneben und beendet damit alle etwaigen Comeback-Hoffnungen seines Teams. Der Schlusspunkt war das aber noch nicht. Zum einen machte Stoßberger in einer Ecke und Kopfballverlängerung von Kügel noch das 2:4 für die nie aufsteckenden Hausherren. Die Szene des Spiels lieferte dann aber der eingewechselte Jordi Woutstra, der den Ball über Junghahn lupft, aber dann am leeren Tor vorbeischießt. War am Ende aber natürlich nicht mehr entscheidend. Ich glaube nicht, dass wir in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. War ich zufrieden mit der Art und Weise, ja, mit dem spielerischen Ansatz. Was man jetzt bekritteln muss, dass es in der Halbzeit 1:1 steht. Wir haben, glaube ich, nach einer Viertelstunde die Riesenmöglichkeit von 10 Metern, wo nur noch einer auf der Linie steht, den treffen wir natürlich. Und nach einer halben Stunde laufen wir auch völlig allein auf den Keeper zu. Da musst du einfach was davon machen und die Führung klarer machen. So geht es mit einem 1:1 in die Halbzeit, okay. Und dann, ja, wie es im Fußball manchmal so läuft, ein völlig ungefährlicher Schuss, den du dann ins eigene Tor abfäschst. Und dann heißt es auf einmal 2:1 und keiner weiß warum. Ja, ich denke, wir sind sehr froh über die 3 Punkte. Die waren sehr, sehr wichtig. Es war eine super kämpferische Leistung. Wir wussten, dass es auf das hier dran aufkommt. Und wir sind zufrieden mit den 3 Punkten. Ich denke, am Ende haben wir es noch ein bisschen unnötig spannend gemacht. Aber trotzdem, denke ich, geht der Sieg auch in Ordnung, weil wir auch spielerische Akzente gesetzt haben. Und deswegen sind wir natürlich froh über die 3 Punkte. Der Gücü entscheidet also einen wilden Schlagabtausch für sich und schöpft etwas Luft. Duster sieht dagegen weiter für den VfB Eichstätt aus, der auf den drittletzten Platz abrutscht.